Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Starbound. Liebe Leute, ich habe es letzte Folge endlich geschafft, diese Ausstellungsrüstung zu finden. Die nächste Aufgabe ist es, einen alten Fernseher zu finden. Und ich habe mich mal drüber schlau gemacht, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir wieder auf ein paar ältere Planeten zurück müssen, so irgendwas Weißes oder so. Wo sind wir denn hier? Hier? Nee, ist auch radioaktiv. Hier? Das könnte was werden vielleicht. Ne? Oder hier? Ich weiß nicht. Also Dschungelplaneten könnten es sein. Auf denen könnten wir was finden. Forestplaneten bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Könnte aber auch was werden. Wieso gehen wir nicht einfach mal hier hin? Da scheint einiges los zu sein. Probieren wir einfach mal unser Glück. Wir werden schon irgendwie fündig werden, hoffe ich. Wir müssen da ja nicht großartig erkunden. Das sind so Low-Level-Planeten. Da finden wir eh nichts Gutes außer Pixel. So, wir hätten hier nichts Gutes. Was haben wir denn da? Hier ist auch noch was. Wir fliegen mal kurz dahin. Da ist jetzt gar nicht das, was ich will. Nothing here to land on. Ach, guck hier. Was haben wir denn hier? Desert und Forest. Dann gehen wir mal auf den Forest-Planeten. Und hoffen wir aufs Beste. Bin ich mal gespannt. Wir runter mit uns. Also rein theoretisch könnten die Fernseher halt überall in irgendwelchen Häusern rumstehen oder so. Also Häuser finden und drauf hoffen, dass wir was finden in den Häusern. Mein Deutsch ist wieder on point heute, ich weiß. Perfekt. Fängt wieder gut an. So, wir werden auch einfach mal alles mögliche an Spielzeug so gut wie möglich skippen. So, buddeln wir mal hier hoch. Nehmen wir gerade noch ein bisschen Erde mit, warum nicht? Hab eh schon wieder genug rausgeballert. Perfekt. So. Schön. Achso, schießen gar nicht auf mich. Ich dachte schon. Ein Floraner-Dörfchen. Hier werde ich keinen Fernseher finden. Einen guten Loot wahrscheinlich auch nicht. Wir hüpfen einfach durch. Wir sparen uns das Gesuche bei denen. Zimmerduck. Ne, wir sind noch nicht durch. Da kommt noch was. Dorana mag Gesicht nicht. Vielen Dank. Ich deins auch nicht. So. Selber schuld. Gut. Ach, guck an. Fröschlein. Hallöchen. Und tschüss. Ah, hier ist Swamp Area jetzt, also Swamp Biome. Da ist einer. Oh mein Gott. Was habe ich für Glück? Das ist er doch sicher, oder? Ja, locker flog ich aus dem Handgelenk. Ja, tschüss. Cool. Easy. Outpost Arc. Den Fernseher habe ich jetzt echt gespeedrunnt, Mensch. Und ich war mir nicht mal sicher, ob ich den auf Forest Planeten finden kann. Aber in dem Fall hätte ich den einfach überall finden können, wo halt normales Spielzeug rumsteht. Und das ist ja eigentlich echt überall. Oh, ein Speedbuff. Geil. Vielen Dank. Das Museum ist gut wie fertig, aber ich benötige noch eine letzte Sache, um die Hyrotel-Ausstellung zu vervollständigen. Kannst du bitte einen traditionellen Gong besorgen? Sie sind bei den Hyrotel recht weit verbreitet und können in Dörfern und Städten gefunden werden. Annehmen. Was kriegen wir dann da? Eine Waffe. Eine schlechte Waffe. Aber egal. Wir machen diese Museumsquest fertig. Und ich glaube, ich weiß, wo ich da suchen gehe. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, auf welchem Planet ich zuvor war. Da war ja diese glitschende Hyotl-Stadt. Wo war denn das? Wo bin ich hergekommen? Von hier oben? Hier. Oder hier. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich fliege mal hier hin. Ich glaube, hier war ich. Also ich war da sowieso, weil ich konnte ja jetzt reinzoomen und die Planeten angucken. Das heißt, wir waren da.
Bin ich mal gespannt. Ich weiß halt nur nicht, ob das Ding in dieser Stadt stand, aber das werden wir dann auch gleich sehen. Wenn ich die Stadt überhaupt hier finde, wenn nicht, ist sie nebendran im anderen System. So, Annäherung. Ich habe gerade echt gar keinen blassen Schimmer mehr, ob das der richtige Planet ist. Aber ich habe jetzt noch einen Lauftempo-Buff. Also sollten wir hier relativ schnell durchflitzen können. Was aber bei der Lava-Suppe auch nicht die beste Alternative ist wahrscheinlich. Da müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Oh, schön. Hier hat irgendjemand eine Treppe gebaut. Wer das wohl war. Wir werden es nie erfahren. Du, lass mich in Ruhe. Hallöchen. Ein Händler. Oh oh. Ich hab schon wieder vergessen, was hier unten kommt. Nichts Gutes auf jeden Fall. So. Autsch. Perfekt. Ist ein bisschen ungewohnt. Ich bin ein bisschen arg schnell unterwegs auf einmal. Heavy. Oh, ouch. Ouch, ouch. Perfekt. Erstmal überall die Birne reinhauen. Oder die Hacke reinstellen am besten. Perfekto. Ich bin echt, mit dem Boost bin ich echt verdammt schnell unterwegs. Das ist ja übel. Es geht gut ab hier. Na, springen wir hoch. Geschwindigkeitsschub. Also ich bin einfach so schnell, dass ich wahrscheinlich so Flammen vom Spiel bekomme. Unter den Füßen, ne? Da bei dem Dings selber steht gar nichts dabei. Ich bin einfach schnell fürs ganze Spiel. So. Ah, ist das eigentlich Sammeln hier? Oh, das ist der falsche Planet. Ups. Hä? Oh. Falscher Planet. Dann war es doch der nebendran. AD. Aber das ist ja kein Problem. Dürfen wir ja rausfinden, welcher das war. Hier ist unexplored und hier waren wir. Dann war es hier. Was heißt Planet? Ich meine das System nebendran, nicht den Planet nebendran. Den Planet nebendran haben wir nicht erkundet, weil das ist ein kompletter Lava-Planet. Da muss es ja Dubby Basin 3 sein, ne? Kann ja nur. Ja. Dann hoffe ich nur, dass die auch einen Gong rumstehen haben. Wenn nicht, klaue ich einfach den von der Tagesschau. Ist mir egal. So. Perfekt. Es brennt alles. Reinchen, du musst hier weg, es ist gefährlich. Runter mit uns. Gut. Genau, ach ja, das muss der Planet gewesen sein mit diesem Dreckding, das ich da aufgestellt habe. Perfekt, sehr schön. Wir gehen jetzt aber auch erstmal in die Richtung. Beinahe nochmal in die nächste Plörre reingesprungen. Sehr schön, sehr schön. Genau, Gefängnis, da ruschen wir einmal durch. Türli auf, ich muss mal durch, Entschuldigung. Ich hab's eilig, ich bin am Speedrun. Lassen Sie mich in Ruhe bitte, dankeschön. Ich will nichts kaufen. Ich will auch nichts klauen. Ich will einfach nur durch. Wäre sehr nett auf jeden Fall. Perfekt. Achso, nee. Hier kommt... stopp. Hier kommt ja noch ein bisschen Gefängnis. Jetzt sind wir durch. Autsch. Viehzeug. Genau, war das hier Jodeldorf nicht hinter dem Buckel hier? Oh! Autsch! Ich muss mal weg von den Viechern hier. Haut ab. So. Mann, ey. So. Es
wohl doch weiter weg wie gedacht. Oder war hier... Hier muss das doch jetzt gewesen sein, oder? Oder bin ich komplett durch den Wind? Oh, da muss ich irgendwie wieder hochkommen. Ups. Oh, da fällt alles zusammen jetzt wegen mir. Entschuldigung, das war mit Absicht. Aus Versehen passiert. Kann man nichts für. Autsch. Schön. Hallöchen, du komisches Mäuschen. Oh, ich bin so schnell, die sehen mich teilweise gar nicht. Oder die registrieren mich viel zu spät. Doch, da ist es. Oh mein Gott. Jetzt muss ich nur noch den Gong finden. Das ist eine Uhr. Eine Sanduhr. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das Dorf war ja nicht wirklich so aufwendig zusammengebaut, ne? Könnte auch einfach sein, dass es hier gar keinen gibt. Naja, wenigstens wäre ich schon mal in einem Hyoteldorf. Immerhin. Eine Blume, ein Poster, ein Schrank. Nee, hier ist wahrscheinlich echt nichts. Das da oben ist ja nur eine Lampe. Die hängen ja hier unten auch. Nicht, dass sie jetzt irgendwo oben hängt. Nee, jetzt sieht nicht so aus. Den Brunnen auch nicht. Stressig. Stressig. Sehr stressig. Oh nö. Gut, dann müssen wir es wohl anders machen. Dann müssen wir wohl auf einen Unterwasserplaneten, also auf einen Wasserplaneten hüpfen. Ab wo waren, ab wo gab es die denn? Hier, Oceanic, ab Temperate Star. Gehen wir dahin. Dann gehen wir auf den Meeresgrund und gucken, ob wir da unten irgendwo ein Hyoteldorf finden. Am Meeresgrund. Oh, hier ist mehr wie einer. Das ist ja nicht schlecht. Nicht verschlecht, genau. Das ist nicht so schlecht. So, Landeanflug. Wie viel Sprit habe ich denn noch? Gut, 8-mal können wir noch hin und her springen, dann ist Ende. Greifen wir uns noch was zu futtern in die Birne. Und dann geht's los. Ach ja, ich sag's euch. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Hui. Und runter mit uns. Ey, du blöde Krabbe. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich nehme jetzt Wasser mit. Wasser sammeln ist voll schwierig. Ich sollte aufhören, sonst habe ich gleich keinen Platz mehr. Ja, 1000 Wasser. Ja, stimmt, dann stackt sich nicht weiter. Okay, dann lassen wir es mal so. Gut, Meeresgrund. Muss ich mich halt wieder so fortbewegen hier. Aber das geht ja auch irgendwie. Vielleicht habe ich ja Glück. Und finde ein Dörfli. Ist auf jeden Fall eine ziemliche Hin- und Herreise, die wir hier die letzten paar Folgen über veranstaltet haben. Von Planet zu Planet wegen irgendwelchen Einrichtungsgegenständen. Aber ist cool. Wir haben Planeten gesehen mit ganz wilden Mischungen, ne? Liebe Leute. Da ging's ab. Lass dich bloß in Ruhe, du Fisch. Ich hab einen Raketenwerfer. Ich benutze den. Ich glaube, ich habe getroffen. Ich habe tatsächlich getroffen. Ist das geil. Kann ich? Nee, ich kann am Meeresgrund nicht boosten. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Aber ich habe mein Kügelchen. Hui. Schuss.
Treffer ins Gesicht. Der war schuld. So. Ganze Energie verballert. Noch so ein Vieh. Aha. Sehr nett, sehr nett. Oh. Den Fisch hätte ich gar nicht massakrieren müssen. Mir fällt gerade ein, das war wieder eine richtig schlaue Aktion, hier keinen Marker zu stellen, wo ich ins Wasser gesprungen bin, ne? Nicht, dass ich den Planeten nachher 10-mal umrunde und es immer noch nicht rall, wo ich bin. Wahrscheinlich wird mir das passieren. Oh Mann. Naja, passt schon. Ist in Ordnung. So. Nicht so weit hoch, bitte. Schon unten bleiben. Bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Sir Ironfoot. Dankeschön. Oh, hier haben wir noch was zu looten. Oder auch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Spiel, an der Stelle. Wohl auch nicht die beste Idee, hier solche komischen Astralrisse aufzumachen. Kostet mich die ganze Ladung Energie. So. Hier ist wieder was. Aber. Was ist jetzt los? Hä? Okay. Oh, ich bin im falschen Modus. Ach so. Ich war im Verkabelungsmodus. Ich dachte, was geht jetzt ab? Ich halt gerade gar nichts mehr. So, machen wir auf. Ja, mit dem Zeug. Oh nö, ich will nicht die Fässer mitnehmen. Achso, ich habe gar keinen Platz dafür. Dann ist ja gut. Machen wir hier mal auf. So. Jodeldorf irgendwo, hallo? Nicht? Schade. Hätte ich mich drüber gefreut. Sieht echt ein bisschen mau aus hier. Ups. Komm nicht mehr aus dem Ball raus. Bin viel zu weit nach oben gepfiffen jetzt. Yes. Oh, ist das nur... Oh nö, das ist nur ein Häuschen, oder? Oder kommt hier jetzt eine Stadt? Doch. Oh, nice. Sehr geil, sehr geil. Hallöchen Fisch, tschüss Fisch. Perfekto. Muss ich nur hoffen, dass man hier auch einen Gong findet. Das ist natürlich die andere Frage jetzt. Oder ob das dafür überirdisch liegen muss. Fisch. Weil rein theoretisch sind ja hier unter Wasser gar nicht viele Gegenstände. So. Zack. Hey. Ja, mit dem Pixelmensch. Also ich meine mit nicht viele Gegenstände unter Wasser meinte ich so Ausstellungsgegenstände und ja, ihr wisst, was ich meine. So Gegenstände für die Einrichtung. Einrichtungsgegenstände. Zeige ich doch die ganze Zeit. Also echt. Warum hört mir denn keiner zu? So. Hier ist auch nichts. Hier vielleicht. Da haben wir ein paar Schwertchen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Toll, 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 toll. Zum Glück habe ich mein Inventar leer gemacht vorhin. Nice. Ich glaube, den Shield-Display schmeißen wir mal weg. Den Geometric Chair.
Den Bürostuhl. Affengrippe-Poster. Passt. Oh. Ach ja, hallo. Wahnsinniger, du. Unerhört. Oh, das sind Kisten, oder? Also eine Kiste. Toll. Das hat sich ja gelohnt. So. Weg mit dir. Ja, damit. Ein Bridge Painting. Mhm. QL. Hier sind wir durch. Dann gehen wir jetzt auch hier lang. Nee, das ist kein Gong, ne? Nee. Was ist das denn? Was ist das? Ich will das mitnehmen. Eine Globe Statue. Ah ja, ist auch gar nicht groß. Der Stuhl noch weg und den Tisch. Und die Tür natürlich. So. Gelootet. Dann müssen wir hier hoch, ne? Oh, guck mal an. Eine Feuerresistenzverbesserung. Lass mich mal durch hier. Hier mal nach oben. Bin ich hierher gekommen? Sieht auf jeden Fall so aus. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Richtung. Ups. Hier lang. Doch hier hoch. Oh, schwierig. Hier war ich aber schon überall, ne? Hier ist schon gelootet. Hier war, glaube ich, überall jetzt Sackgasse. Nee. So. Da habe ich auch schon gelootet. Da auch. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Schade. Naja, macht nichts. Wird nicht das letzte Hyrule-Dorf gewesen sein und nicht der letzte, das letzte Artefakt. Doch, eigentlich schon. Also, Gegenstand halt. Er hatte gesagt, eine letzte Aufgabe noch. Und zwar Hyrule-Gong zu finden. Und dann ist Schicht im Schacht bei seinen Aufgaben. Aber liebe Leute, das probieren wir in der nächsten Folge. Für heute bin ich raus. Wie immer, danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Das ist ja mega geil. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Wenn ihr Bock habt, lasst Likes, Kommentare, Abos da, aktiviert das Glöckchen, schaut auf dem Kanal vorbei. Ist aber wie immer alles freiwillig. Ich zwinge euch zu nichts. Ich wünsche euch nur eine megamäßig geile Zeit. Haut rein. Ciao, ciao.